Grüß dich, da spricht wieder Tom Oberbichler. Und ich stelle einen von den 50 Tipps aus meinem neuen Buch Du darfst 50 Tipps und Inspirationen zum erfolgreich Schreiben, Veröffentlichen und Vermarkten von E-Books vor. Und zwar den Punkt, du darfst aktive Pausen machen. Ich mache das nämlich gerade. Ich habe ja heute meine Facebook-Veranstaltung laufen, wo ich mein Buch vorstelle und Fragen rund ums Thema Buch und E-Book schreiben, veröffentlichen, vermarkten beantworte. Jetzt mache ich eine Pause, und aktive Pausen sage ich deswegen dazu, weil es für mich nicht darum geht, wenn du jetzt am Schreiben zum Beispiel bist, am PC, am Arbeiten, dass du dann aufhörst zu schreiben und wechselst und dann bei Facebook chattest oder bei Twitter was machst, sondern es geht mir darum, dass Pausen dann wirklich für dich erholsam sind, wenn du aktiv was anderes tust, also echt einen Unterbrecher machst, zum Beispiel an die frische Luft gehen. Ja. Hier am Genfersee ist das besonders einladend, überhaupt wenn die Sonne so schön scheint wie heute nach dem Regen gestern. Das Wesentliche ist, dass du etwas aktiv machst, und zwar etwas, das ganz anderes ist, als du vorher gemacht hast. Wenn du gerade ein Gespräch hattest zum Beispiel, dann nicht mit jemand anderem reden, sondern dann vielleicht mal was lesen. Aufstehen, in ein anderes Zimmer gehen, lüften, ein Glas Wasser trinken, wirklich aktiv etwas machen. Und das macht dann, das ist das Geheimnis der aktiven Pause. Und ich wünsche dir, dass du dir das auch schenkst, regelmäßig. Die beste Arbeitseinheit für dich findest du eh selbst heraus. Bei mir ist es oftmals 30 Minuten. Manchmal, wenn es beim Schreiben richtig flutscht, dann bleibe ich auch mal eine Stunde oder ein bisschen länger sitzen, aber dann mache ich diese aktive Pause, und ich wünsche dir das auch. Ich wünsche dir viel Erfolg, nicht nur beim Buch- und E-Book-Schreiben, veröffentlichen und vermarkten, und einen schönen weiteren Tag. Alles Liebe, besuch mich auch bei www.be-wonderful.at und schreib, schreib, schreib. Alles Liebe und viel Erfolg. Ciao.